Realschule, die Horrorschule. Diese Bilder sind uns ja eben zugespielt worden. Wir sehen Schüler, wir sehen Lehrer voller Panik, voller Angst. Vor Ort die Kollegin im Interview mit einem Schüler. Ich weiß nicht, was die haben. Ist doch alles okay hier gewesen. Gar kein Horror. Wir waren auf dem Friedhof gewesen, männlich am Grabstein angeguckt. War cool. Das Rätsel hat sich gelöst und wir müssen uns an dieser Stelle entschuldigen. Schüler und Lehrer waren nicht voller Panik. Ganz im Gegenteil, wir haben das Ganze wohl mit Euphorie verwechselt. Denn es scheint, dass der Meladenfriedhof ein wundervolles Beispiel für einen außerschulischen Lernort ist. In 100 Jahren sind die Lücken, die sich getroffen, ob Melate, Dave am Schlafen. In 100 Jahren, in 100 Jahren, ist manches anders und nicht mehr.